Ah, Anishkiri. Ja, das ist doch was. Mal gucken, was er macht hier. Ob er mich hier total wegmacht oder ob ich ein bisschen ich was Interessantes hier bekomme. Wird semislawisch. Da ist er natürlich theoretisch versiert. Ja, das hat ja schon gespielt alles, ja. Gar nicht erinnern, ey. Wie habe ich es denn noch gespielt? G3. Noch mit dem Springer nehmen, ne? Fällt mir gerade ein. Für Springer E4, ja. Das könnte auch noch eine Idee sein. Er nimmt im Läufer, okay. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, der Zug Läufer B4 ist immer so ein bisschen nervend hier. So, er hat auch noch Springer E4. Habe ich tatsächlich schon misshandelt, ja. Das ist ja enttäuschend. B1, furchtbar. B1, Mann, Mann, Mann. Da habe ich gedacht, ich könnte vielleicht mit dem noch irgendwie spielen. Greife ich den ja an, den B4 an. Springer E6 ist jetzt noch nicht so schlimm. Ich stehe mit Sicherheit schlecht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er es jetzt direkt ausknipsen kann. Springer D5. Finde das hier so nervend, diese Fesselung. Also ich mache das jetzt mal hier, die Fesselung mal weg. Vielleicht hätte ich auf Läufer E1 Dame E4 besser gezogen. Ich habe noch so ein bisschen Kompensation mit den zwei Läufern. Ein bisschen. Ja, nicht schön. Ich bin natürlich nicht zufrieden mit dieser Partie. Ich habe ihm nicht wirklich irgendeinen Kampf geliefert. Und okay, auch wenn man dann im Regelfall gegen so einen Spieler verliert, hätte ich ganz gern wenigstens ein bisschen gekämpft. Ist aber auch nicht richtig gepeilt, ja, dass dann Läufer C5, B4 direkt so dramatisch war. Das war nochmal wichtig hier, ja. Dass er hier, ne, verhindert, dass ich auf die C-Linie komme mit Turm C7 und so, hätte man noch ein kleines bisschen Aktivität gehabt. Naja, gut, er macht das natürlich technisch sauber. Ja, das ist so ein bisschen matt hier, ne? Ja. Okay. Er hat mit dem Läufer auf
Läufer da genommen, ja, da muss ich direkt anders reagieren. Auf Läufer C5. Das war leider keine richtig gute Partie.